Hey Servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich möchte heute ein bisschen rausgehen, Overnighter mache ich. Ich habe nicht so viel Zeit, also habe morgen noch frei und naja, da muss man sich die Zeit noch einteilen irgendwie. Bin ja schon länger nicht mehr rausgekommen, ist auch ein großer Unterschied jetzt von der Temperatur. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dabei habe ich Helikontext-Tarp 3x3, den Biwaksack, selbstgebaute Kerze. Mal schauen, was auf mich zukommt. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, bleibt dran. Im Moment nieselt es übrigens. Ich hoffe nicht, dass ich meinen Poncho noch auspacken muss. Auf den habe ich jetzt so gar keine Lust. Wie das nun mal so im Leben ist, jeder Mensch hat einen Nemesis. Einen, den er immer wieder hört. Einen, der ihn immer wieder stört. Und wohin ich auf der ganzen Welt auch gehe, überall höre ich folgende Idee. Sing doch mal was von Max Rabe. Das ist ein schrecklich feiner Knabe. Der hat wirklich gute Töne. Deine sind nicht ganz so schöne. Sing doch mal was von Max Rabe. Das ist ein schrecklich feiner Knabe. Der hat so eine schöne Stimme. Deine ist eher ne schlimme. Egal ob ich in die Oper geh oder nach Haus zu meinem Opa geh, niemand will fliegenden Holländer, niemand kennt noch Friedrich Holländer. Benatzki Kräuter, alles Rauch und Schall. Neulich sang ich auch im Altenheim, denn dort schätzt man jeden alten Reim. Mein Programm war leider zu modern, ach, das hatte man dort gar nicht gern. Die Laune meines Publikums nahm ab. Naja, ich brachte sie wieder auf Trab. Ich sagte, ich sing jetzt Max Rabe. Das ist ein schrecklich feiner Knabe. Ach, er ist einfach ein Gewinner. Seine Lieder gehen immer. So, erstmal halbwegs das Tarp aufgespannt. Jetzt kann ich mir Gedanken machen, wie ich das Setup haben möchte. Hauptsache, es ist erstmal alles im Trocknen. Hier habe ich noch gar nicht abgespannt. Kann ich dann noch mit Ruhe machen. Das ist immer ganz wichtig. Also zuerst die Sachen irgendwie ins Trockene bringen. Danach kann man gemütlich schauen, wie es dann weitergeht. So, ganz schön nass, regnet schon schön viel eigentlich, habe ich noch Glück gehabt. Mit dem Setup bin ich noch nicht ganz zufrieden, muss mal sehen, wie ich das noch ein bisschen optimieren kann. Aber jetzt ist erstmal trocken, das ist das Allerwichtigste. We'll be right back.
schweinedunkel. Ich habe mir jetzt noch ganz geschwind ein Dreibein gebaut, damit ich den Rucksack schön aufhängen kann. Wunderbar. So, ist nass. Einmal vom Schwitzen, einmal vom Regen. Jetzt kommt meine Reservenjacke dran. Das war die Daunenjacke. Die ist so zum einen auch mal wasserabweisend. Die vom Decathlon. Sonst wird es unangenehm. Irgendwas muss ich ja anziehen. Ja, gut, dass ich immer dieses Upgrade dabei habe. So, ist schon besser. Eieiei. Sorry Leute, aber das müsste jetzt erstmal sein. Das ist kein Sinn, wenn man dann nass ist. Es friert mir nur. Die Hose ist auch schon tratschnass. Da hätte ich heute ein bisschen besser aufpassen müssen. Also da hat es mich kalt erwischt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem heftigen Regen jetzt. Aber okay. Jetzt mache ich das Beste draus. Ich werde auf jeden Fall jetzt meinen Tee machen. Erstmal zum Aufwärmen und so. Und anfangen, Ruhe zu genießen. Die alten Brennpastendosen, die sind ganz gut, wenn man dann da einen Docht, den habe ich aus dem Baumarkt, einen Docht hier reingemacht und ein bisschen Wachs zusammengeschmolzen, dann kann man die ganz toll, diese Dosen wieder als Kerzen benutzen, ja, wenn es dann brennt. Ist da nichts mehr drin oder was? So. Ist ganz nett. Wenigstens ein bisschen eine schöne kleine Lichtquelle. Da schau her, ist gar nicht so schlecht die Lichtquelle, oder? Passt. Ah super, ich mache nämlich kein Feuer heute. Ich habe einen Hobo zwar mit, dachte mir, mal wieder eine gute Möglichkeit ein Feuerchen zu machen, aber also ehrlich gesagt habe ich keine große Lust und die Kerze hier ist super hell, wie man sieht. Und jetzt mache ich mir auf jeden Fall wieder die Ingwer-Tee-Zeit. Oh, einen schönen Ingwer-Tee. Ja, das neue Kreuz ist da. Das ist das Upgrade. Schaut jetzt schöner aus, viel cooler vom Design her. Und ist noch leichter. Also wiegt jetzt wirklich nur noch so 34 Gramm oder so, das Ding. Echt super geil. Bin richtig glücklich damit. Ich wollte am Feuer machen, also ich merke, dass die Hose, die ist so nass, die wird schon richtig kalt. Das ist sehr unangenehm heute. Fühlt sich nicht so gut an. Ich habe zwar die Gore-Tex jetzt dabei, die Hose, aber die wollte ich nicht anziehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da noch drüber schlüpfen soll, das wird nichts bringen, oder? Ja, vielleicht kühlt es da nicht so aus. Ich glaube, ich ziehe mir die Gore-Tex-Hose mal an, zum Ausprobieren. Prost, heißer Tee. Super heiß. Ja, mal das Licht ausmachen. Also Gore-Tex-Hose habe ich an, bis auf unten, ganz unten an den Beinen ist es jetzt eigentlich viel wärmer. Ob das heißt eigentlich, sondern es ist um die Hälfte wärmer, ist angenehmer. Passt. Jetzt fühle ich mich wieder trockener. Wunderbar. Gut, ja. So, jetzt trinke ich meinen Tee. Und es gibt auch was zum Feiern, Freunde. Da habe ich extra ein bisschen ein Whisky abgefüllt in eine alte Flasche und möchte auf euch anstoßen. Und zwar habe ich 5200 Abonnenten, das dauert wieder. Heute Morgen gehabt, habe ich gesehen und war recht überrascht, muss ich sagen. Hat mich richtig gefreut. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr immer dabei seid auf meinem Kanal, mich unterstützt und so weiter und so fort. Und dann trinke ich auf euch, meine Freunde. Auf alle, also die, wo mich persönlich kennen,
die muss mich immer begleiten und ja, einfach alle, die hier auf meinem Kanal sind und meine Abenteuer verfolgen. Prost an euch und auch an die, die heute nicht raus können und das Video schauen. Prost! Ja, wunderbar. Lecker, so ein Whisky. Also dann. Mal einen schönen warmen Tee trinken. Ah ja, Leute, das war ganz schön hektisch mit dem Regen und so, muss ich sagen. Aber es hat jetzt schon ein bisschen nachgelassen wieder. Ich sitze ja hier unter dem 3x3 Meter Bab. Das ist schon Luxus. Ja, klasse Geschichte. Der Poncho hängt jetzt dann noch über den Dreibein, dass der Rest vom Rucksack auch noch geschützt ist. Dann kann der Poncho schön trocknen. Geil. Möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. Also das Kreuz passt ja auch auf die Brennpastendose hier und dadurch kann man da seinen Tee schön warm halten noch mit der kleinen Kerze und zur Not sogar kochen. Naja, es dauert halt wahrscheinlich ewig, aber es funktioniert. So, es ist jetzt 19 Uhr. Ich habe eigentlich soweit nichts zu tun mehr. Ich denke, ich lege mich jetzt in den Biwaksack und höre den Regen noch ein bisschen zu. Ja, genau. Also man sieht, es ist auch ordentlich frisch. Passt schon. Bisschen kalte Füße. Jetzt möchte ich mich einfach ein bisschen aufwärmen. Ja, es ist jetzt 8 Uhr, ist mir aber noch ein bisschen zu früh zum Schlafen. Abgesehen davon wollte ich einfach ein bisschen rausschauen, aber es ist richtig kalt. Also meine Nasenspitze, die ist eiskalt. Die stecke ich mir dann in den Schlafsack rein später. Und ja, die nasse Hose habe ich mittlerweile auch schon ausgezogen und in den Fußraum gesteckt. Schauen wir mal, ob sie trocken wird. Ich habe ja die Level 2 Thermohose an heute. Ist schon angenehmer jetzt, als wie das nasse Zeugs da anzuhaben. Also Leute, auf jeden Fall, wenn ihr nass seid, raus aus den Klamotten. Das hilft nichts. Ich habe es probiert und es ist einfach unangenehm kalt. Als hätte man geschwitzt. Du musst dir vorstellen, platschnass und dann im Schlafsack liegen, ist nicht gut. Also weg mit der Hose oder weg mit der Jacke oder sonstiges, was nass ist, und dann passt es schon. Ja. Ein bisschen rumschauen, einfach hier so die Zeit genießen, wenn man schon mal frei hat. Gefällt mir echt sehr gut. Richtig gemütlich. Man spürt so gar nicht, dass man mitten im Wald ist gerade. Top. Guten Morgen, Leute. Ja, wie ihr seht, es ist immer noch dunkel. Es ist jetzt 6:30 Uhr morgens und
Ja, ich habe super geschlafen, kann man nichts sagen. Es hat jetzt aufgehört irgendwann, so gegen 4 hat es aufgehört zu regnen. Ja, das weiß ich noch nicht. Ich warte jetzt, glaube ich, noch ein bisschen ab und dann werde ich was frühstücken. Genau, so mache ich es. So, jetzt ein Käffchen. Die Fließjacke, die ich anhatte, ist trocken. Die konnte ich auch super anlassen in der Nacht. Die Hose ist einigermaßen trocken und die dicke Fließjacke wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt noch nicht nachgesehen, aber ich gehe nicht davon aus, die war wirklich tratschnass. Ist recht frisch noch in der Früh jetzt. Und Prost. Gleich 7 Uhr, ich werde dann langsam, also nach dem Kaffee, werde ich dann abbauen. So Leute, das war's. Die letzte Aufnahme für heute. Die letzte Aufnahme vom Overnighter. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht mitzukommen. Ich fand es wieder sehr interessant. War eine schöne Nacht. Sehr angenehm. Das Einpacken war nicht so angenehm. Etwas sehr nass, die Sachen. Aber jetzt habe ich es auch geschafft. Und jetzt gehe ich zurück. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal hier draußen in der Natur. Macht es gut. Servus. Ciao.